Schatz, was machst du hier? Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Na, dann hau raus. Und ihre Fans sind auch wieder da. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis hier vorgekämpft. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalen. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Spatzi. Spatzi, Schatzi. Was los, Cleopatra? Damit du es weißt, ich bin auch stärker geworden. Ich werde all meine Gegner fertig machen. Ja, schauen wir mal. Also, den machst du schon mal nicht fertig. Das ist ein Fakt. Auch wenn du Ränkeschmied einsetzt, weil du schneller bist. Oh oh. Sollten wir vielleicht versuchen, dass wir dich schnell fertig machen, hä? Jawohl. Toxiquack. Kampfgift. Du bist dran, Kramor. One-hitted. Morpeko bleibt unlicht. Da hätte ich Kloptopus einsetzen können. Genau. Das haben wir eben den Nachteil. Ist es unlicht? Ich bin mir gerade echt unsicher. Egal, probier es aber mal. Probieren wir es einfach mal, Kaokto. Folterknecht. Du kleines Görn-Pokémon. Kraftkoloss. Was ist eine von mir? Arena Challenger Mary ausgesuchte Spezialattacke? Funken. Ja, auch Funkensprung. Iro-Keks. Kampf undicht. Kramer, du bist dran. Von meinem Rivalen habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie du mir einheizen kannst. Ja. Also Kramer, mach kurz den Prozess. Boah, Schnabel. Pflücker. Verdammt. Habe ich nicht kommen sehen. Boah, Schnabel jetzt da, komm. Olanga Level 46. Und Mary ist besiegt. Was sollte das denn? Meine Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie drauf haben. Tja. Soll passieren. So langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sage ich dir. Ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Gem Cup bekomme ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach. Jawohl, Schatzi. So, wird jetzt Mike fort? Ja, sieht nicht so einladend aus, ne? Spikeford.
Aber egal, wir haben hier erstmal unsere Pokémon-Aufheilstation, die ist wirklich damals wirklich nötig. Okay, pass mal auf. Können wir das Zeug hier verkaufen? Ich weiß, man könnte woanders mehr kriegen. Ja. Ist mir schon klar, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen was verkaufen, weil ich gerne auch langsam mich vorbereiten würde. Steinknochen 6-mal. Auf die Pokémon-Liga. Viermal. Hinkels 5-mal. Nugget 2-mal. Jawohl. Mega Block. Ach, Schub, die können wir auch noch verkaufen, gell? Die brauchen wir auch alle nicht. 5 hier weg. 7 weg. Scheiße, mal, wie viel Geld wir da sich haben. Wir sind reich, Freunde. Wir sind reich. Normal müssen wir jetzt kurz schauen, ob wir nicht nach Ding fliegen. Pass mal kurz auf. Nee. Können wir vor Spikeford landen? Ja, können wir. Kilton. Okay, pass auf. Lass mal kurz aus der Stadt rausgehen. Kurz nach Kilton fliegen. Wir hätten die Beleber und so noch verkaufen können, gell? Na hier. Bin so bescheuert. Egal, ist nicht so schlimm. Nein. Hallo, Leute. Wie geht's euch? Jetzt geht das mit dem Controller wieder los. Karte. Kilton. So. Bisschen entspannendere Musik hier. Und du, liebe Dame, verkaufst mir jetzt ein bisschen was, ne? Pass mal auf, wir haben hier zwar schon einiges. 80 Stück. Ja, komm später noch drauf zu sprechen. Gib mir mal 15 von denen. Und mal 50 von denen. Nicht dumm. 17. 33, aber. Nur 50. Passt. Kraftwurzel 48. So. Wollen wir jetzt nach Kilton, nach Spikeford zurückfliegen? Oder zur Route 9. Und dann nach Spikeford reingehen, können wir die Beleber und so verkaufen. Und wenn wir das gemacht haben, liebe Freunde, haben wir wieder ein bisschen Budget. Und dann können wir eh schauen, dass wir hier demnächst den Arena-Ort machen von Spikeford. Genau, aber das verkaufen wir jetzt noch. Verkaufen. Pass auf. Superrang 12-mal. Wir kriegen zwar nicht so viel raus, wir könnten es auch einfach aufbrauchen eigentlich. Ne, egal. Top-Beleber behalten, Beleber. Beleber nicht. Was sind 19.000? Tafelwasser weg. Mit den Heilpuder. Wir haben alles genug. Das heißt, wir können jetzt die. Das Schöne ist, wir können uns halt jetzt mal auch paar Kämpfe mal ein bisschen ausruhen, was Geld angeht. Weil wir relativ viel haben. So. Da wir jetzt schon fertig sind und ich die Folge auch nicht beenden will. Let's go. Wenn das Holter geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde das herausfinden. Hier ist dies für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Liga-Karte von Ness. Können wir uns die Liga-Karte nicht anschauen? Okay, sie geht schon los. Ich wollte mir echt kurz die Liga-Karte anschauen von Ness. Hier drin und haben wir dann das Album hier. War ich noch nie drin, gell? Album hier. Ness. Mac. Roy. Papella. Cider. Mary. Oh Leute, das hätte es schon schöner machen können.
Betis, allem unterschrieben, gell? Kabu. Rose. Kate. Yao, Delion, Hop. Okay, let's go. Ja, nee, passt schon. Passt schon. Ich habe mir überlegt, ob ich Kaokto vortue, aber nein, Kaokto ist wirklich das letzte Pokémon, was ich einsetzen will. Und das kann ich setzen, genau einmal Kraftkoloss ein, oder ist der Kampf beendet. Also das ist mein Wunsch, dass das so sein wird. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Auf Geradax. Trommelschläge. Solltest du eigentlich keine Chance haben. Die ist auch so. Gottrum Reflex Kaokto. Allein Level Up. Der erste geht in die Knie. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ach ja. Und jetzt zufällig wollen sie wieder kämpfen, gell? Jetzt will die andere kämpfen, oder? Ja, genau. Guck an. Ich grüße dich, du kleiner Rüpel. Du kleines, nerviges Balk. Gaulux. Trommelschläge. Vielleicht reicht's auch hier wieder. Yes. Das tut's. Und die Cabo ist besiegt. 3360. Aber es ist ein schönes altes Pantymos. Ich finde das neue ist auch cool mit Eis, aber nicht so ein. Ich finde es nicht so unnötig. Jo. Wie witzig ist einfach, dass hinten noch ein Pokéball liegt, weißt du? Mitten in der Stadt. Liegt ein Item rum und keinen interessiert. Läuft ruhig. Irokex. Grotrom. Wie gesagt, wir müssen bei den kommenden Kämpfen auch oft auf Erst- und Zweityp achten. Das ist jetzt ganz wichtig, vor allem wenn wir wirklich, sagen wir, gegen Leute kämpfen, die vom Level her deutlich stärker sein könnten als wir. Dann müssen wir wirklich auf Typenvorteil gehen. Natürlich kann es immer wieder sein, dass wir einen Zweityp-Nachteil vielleicht auch haben oder, wie soll ich sagen, sie eine Attacke beherrschen, die wir, nennen wir es mal, nicht haben kommen sehen, ne? So wie eine Verwirrungsverletzung. Darauf müssen wir halt vorbereitet sein in Zukunft. Und das funktioniert nicht, wenn wir dann nur, jawohl, sehr schön. Wenn wir nicht stark genug sind, müssen wir einfach auf die zwei Typen achten, sonst nochmal vorne. Auf die zwei Typen achten, weil wir vielleicht so Kämpfe auch noch gewinnen können, obwohl wir vielleicht unterlevelt wären. Aber wie gesagt, noch ist es nicht so weit gerade, aber wenn es dann mal so weit sein sollte, ja. Ich weiß nur, dass ich mir halt auf Schild relativ schwer getan habe, auch mit Level 70 gegen Delion zu kämpfen. Und ich sehe uns gerade noch nicht stark genug, dass wir da rankommen. Lol. Also sind wir die ganze Stadt mit Mary befreundet. Facebook. 39.000 Freunde. Wenn es die Großstadt ist, 250.000 Freunde. Millionenstadt, Alter. Das ist ein Haufen Facebook-Freunde. Das ist jeder gar nicht gehört, sondern 5.000 Freunde haben. Eieiei. Habt ihr überhaupt noch Facebook? Die Jugend von heute? Wie sieht's aus? Oh, das war knapp. Oh, mir fällt gerade ein, das ist Libuna, ist ja Eis und Licht. Bin ich bescheuert. Und es reicht. Nice. Nice. So. Ja, schon vorbei. So schnell geht's, Madame. So schnell geht's.
So. Ich hoffe, jetzt kommt niemand mehr. Doch. Doch. Wir haben noch nicht genug. Einer kommt noch. Einer kommt noch. Der andere hinten ist aber ohne Schminke. Jetzt haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, zwei. Doppelkampf. Lol. Pirandragi und Cleoparda. Gegen Gordrum und Kramux. Pirandragi ist aber Käfer. Das ist kein Unlicht-Pokémon. Wichtig, auch wenn der Rückstoß jetzt gerade rumkillt, ja, leider habe ich zu spät dran gedacht. Das kam mir gerade erst. Kramer hat ein Level up erhalten, zumindest. Jones und Borsch haben. Oh, Alter, nicht effektiv, was? Seelenbruch. Stachelflügel. Das reicht nicht. Seelenbruch, komm. Ah. Oh Mann. Aber es reicht. Danke, Olanga. Leute, passiert. Müsst halt besser kämpfen. Müsst halt besser kämpfen. So, und damit verabschiede ich mich und sage Ciao mit V und hier geht es in der nächsten Folge weiter in Spikeford. Bis dann.